100 Schneiderfuß Teilnehmer. Wir sind eigentlich da sehr stolz, dass wir da eigentlich sehr viele Teilnehmer gekriegt haben. Auch prominente Namen sind dabei. Gute Zeit vor Strecke und von den Windverhältnissen her war es eigentlich also relativ windstill, also da hat man jetzt auch nicht wirklich drauf aufpassen müssen. Im ersten Werk kann man nie jammern, aber ich bin mit der Leistung eigentlich zufrieden, war dann doch knapper wie erwartet. Ich habe schon oft eigentlich das Pech sozusagen auf meiner Seite gehabt bei der WM bis jetzt und heuer mal das Glück auf meiner Seite. Ja, es war schon schwer, also es ist nie leicht zu gewinnen und ich habe riesigen Respekt vor der Christina, also ich habe mich richtig gequält. Ich bin die erste Hälfte vom Rennen war eigentlich so, wie ich es geplant habe. Bei der zweiten bin ich ein bisschen eingegangen, muss ich sagen, was ich eigentlich nicht erwartet habe. Aber es läuft halt nicht immer so, wie man es sich wünscht, deswegen. Aber wir haben ja nichts vorzuwerfen. Danke, dass Sie dass wir mit dem Paracycling mitmachen dürfen bei der Elite auch. Für unser echt lässiges Zeitfahren echt würdig. Und für mich ist einfach super gelaufen, meine Leistung abrufen können und war echt cool. Ja.